Nach dem Abriss des historischen Bahnhofgebäudes 1965 wurde das Areal des ehemaligen Nordbahnhofes nur mehr für den Güterumschlag genutzt. In den 1990er Jahren wandten sich die österreichischen Bundesbahnen komplett von dem Gelände ab. Zurückgeblieben ist eine Gstetten mit einzigartigem Charme. Nachdem schon im Jahr 1996 ein Entwicklungsplan für das Gebiet entstanden ist, sollte dieser 2012 in einem europaweiten Wettbewerb neu überarbeitet werden. Dabei hat sich das Architekturbüro Studio Fleisch-Terowitz durchgesetzt. Sie zielten auf einen dicht bebauten äußeren städtischen Teil mit einem großen zentralen Freiraum ab. Dieser Freiraum greift auf die entstandenen Gstetten zurück und will diese den Anrainern, welche sich diesen Raum über die Jahre aneigneten, weiter anbieten. Bis auf den denkmalgeschützten Wasserturm sollten alle Gebäude des Güterbahnhofes, also auch die Nordbahnhalle, abgerissen werden. Im Jahr 2015, als die Planungen für das Projektgebiet bereits voll im Laufen waren, startete das Smart City Sondierungsprojekt Mission Possible, was dem Beginn der Idee einer Zwischennutzung der ehemaligen Imco- und Logistikhalle gleichkommt. Dabei ging es vorrangig um die Themen Nutzungsmischung und flexible Kapazitäten im zeitgemäßen Wohnbau. Schlussendlich schaffte ein Mietvertrag mit der ÖBB, welcher durch relativ günstige Konditionen eine nicht kommerziell orientierte Nutzung möglich machte, die Grundlage. Die Forschungspartner der Technischen Universität und des Architekturzentrums Wien entwickelten zum Thema Care and Repair einen öffentlichen Arbeitsraum mit der Einbindung der Vienna Biennale. Einen wichtigen Beitrag für alle weiteren Entwicklungen lieferte das Design and Build Studio von Peter Fattinger. Innerhalb dieser Lehrveranstaltung wurden ab März 2017 die notwendigen räumlichen Adaptierungen der Bestandsgebäude sowie der angrenzenden Freiflächen eigenhändig umgesetzt. Durch den großen Erfolg des ersten Projekts kommt es 2017 zu dem Folgeprojekt Mischung Nordbahnhof, welches konkrete Maßnahmen für die Entwicklung von Nutzungsvielfalt im neuen Stadtteil Nordbahnhof thematisiert. Vorangetrieben und geleitet wird dieses von Silvia Folati und Christian Peer seitens TU Wien. Heute wird das Projekt von einigen wenigen fleißigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wie beispielsweise Beatrice Stude, die die Eventorganisation macht, oder Miriam Mieschenthal, die für die Coworking-Flächen verantwortlich ist, vorangetrieben. Die Nordbahnhalle verfügt neben Bereichen für Coworking, Werkstätten, konsumfreien Treffpunkten, Gastronomie oder vom Integrationshaus gepflegten Hochbeeten auch über mehrere Hallen unterschiedlicher Größe. Da sich diese Hallen hervorragend für Events eignen, spielen diese eine wichtige Rolle für die Bespielung des Standorts. Bei Zwischennutzungen handelt es sich um temporäre Nutzungen von ursprünglich oder zukünftig für andere Zwecke vorgesehenen Gebäuden. Deshalb bieten sie zahlreiche Herausforderungen, aber auch Möglichkeiten. Dieses Video betrachtet die Veranstaltungen der Nordbahnhalle, um festzustellen, ob hier eine breite Vielfalt an Events stattfindet, wer für wen veranstaltet und wie die Räume genutzt werden können. Während im Magazin und im Hof das Design- und Bildstudio architektonische Interventionen vorgenommen hat, wurden die Hallen bewusst möglichst leer gelassen, um eine breite Vielfalt an Nutzungen zu ermöglichen. Bauliche Adaptionen beschränken sich auf die Vorgaben von Brandschutz und Barrierefreiheit. Durch minimalistisch flexibles Mobiliar entstehen ständig neue Raumsituationen. Von April bis Juni 2018 findet sich bei 65 öffentlichen Events tatsächlich viel Abwechslung. Ausstellungen thematisieren Stadtplanung oder die Freude am Fahrradfahren. Die Bandbreite eintägiger Veranstaltungen umfasst Vorträge und Diskussionen, Vernetzungstreffen von Anrainerinnen, eine Klimakonferenz, Buchpräsentationen, Angebote für Kinder und Jugendliche, Partys, Konzerte und Workshops. Die lange Nacht der Forschung macht die Station in der Nordbahnhalle. Das Raumteiler-Festival verknüpft Raumsuchende mit Anbietern. Monatlich fand ein Markt für regionale Produkte statt. Ein Fahrradrennen und ein Tischtennisturnier brachten sportliche Betätigung in die Halle. Firmen nutzen sie für Produktpräsentationen und Shootings. Rundgänge machen Zwischenstopp in der Halle. Abgesehen von länger andauernden Ausstellungen wurden insgesamt 45 Tage von 91 bespielt. Veranstaltet wurde von öffentlichen Stellen, Vereinen, Bildungseinrichtungen, Firmen oder gar Privatpersonen. Die meisten Events waren bei freiem Eintritt zugänglich und boten daher gratis Zugang zu Kultur, Information, Sport und Unterhaltung. Zahlreiche Veranstaltungen hatten auch noch weitere gemeinnützige Komponenten wie Integration oder Partizipation.
Das dreistufige Tarifmodell von Sozial-, Normal- und Business-Tarif berücksichtigt dies. Coworker und Macherinnen konnten die Location ebenfalls nutzen. Darüber hinaus fanden auch private Geburtstagsfeste sowie Hochzeiten statt. Der Schwerpunkt der Events lag am Nachmittag und am frühen Abend, da bei länger andauernden Partys die Lärmentwicklung ein Problem ist. Da in der Nordbahnhalle auch zahlreiche Anrainerinnen und Anrainer engagiert sind, scheint der Austausch mit der Nachbarschaft gut zu funktionieren. Einige Events richten sich gezielt an Anrainer oder werden sogar von ihnen organisiert. Einige betreiben Kooperationen mit lokalen Institutionen wie dem Integrationshaus, den Kinderfreunden oder Jugendzentren. Abgesehen von einer Litfaßsäule im Rudolf-Bethner-Park gibt es keine Möglichkeiten, niederschwellig und gratis für Feste in der Nachbarschaft zu werben. Veranstaltungen, die sich an ein größeres Publikum aus der ganzen Stadt richten, haben das Problem, dass die Nordbahnhalle als Standort noch relativ unbekannt und in den Köpfen oft schlecht erreichbar ist. Deshalb soll auch die Öffentlichkeitsarbeit gestärkt werden, um die Halle als vielfältigen Veranstaltungsstandort in der Nachbarschaft und darüber hinaus bekannt zu machen und so den Austausch zu fördern. Direkt in Stadtentwicklungsgebieten über deren Zukunft zu informieren und die Baustelle zwecks Placemaking kulturell zu bespielen, hat seinen Charme. Die Nordbahnhalle hat gezeigt, dass in einem für ca. 20.000 Menschen geplanten Stadtteil der Bedarf nach einem Ort für Events gegeben ist. Derzeit sieht es so aus, als könnte dieser in einer Mischung aus gemeinnützigen und gewerblichen Nutzungen weiter existieren. Eine Option, welche ohne das Projekt nicht denkbar wäre. Aufgrund des notwendigen Teilabrisses, welches sich durch eine zukünftige Straßenbahnführung ergibt, müssen bauliche Adaptionen durchgeführt werden. Ob dabei die Halle auch für eine ganzjährige Bespielung ertüchtigt wird, wird man sehen. Des Weiteren wird sich zeigen, wie wichtig der Stadt und den beteiligten Stakeholdern dieser Treffpunkt und Möglichkeitsraum ist und ob sich eine Balance zwischen finanziellen Belastungen, kommerziellen Interessen und öffentlichem Angebot finden lässt. Thank you.